Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich den Schließzylinder bei der Haustür gegen einen neuen wechseln und somit auch ausbauen und anschließend richtig messen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. In meinem Fall klemmt der alte Schließzylinder regelmäßig, weswegen ich ihn einfach mal gegen einen neuen mit Knauf austauschen möchte. Und bevor wir das Ganze aber richtig messen können, sollten wir am besten erst einmal unseren alten Schließzylinder ausbauen und hierfür einfach mal unsere Tür ganz normal öffnen. Als nächstes können wir auch schon die sogenannte Zylinderschraube mit einem normalen Kreuzschraubendreher gegen den Uhrzeigersinn lösen. Das ist normalerweise die obere der zwei Schrauben und danach auch schon ganz einfach entnehmen. Unsere Tür können wir gerne wieder schließen. Jetzt geht es einfach darum, dass wir unseren Schlüssel einmal von innen hineinstecken und diesen etwas weiter im Uhrzeigersinn drehen, so dass der Schlüssel circa auf 1 Uhr steht. Jetzt können wir nämlich normalerweise auch schon ganz einfach diesen Schließzylinder herausziehen und das liegt einfach daran, dass wenn wir auf 1 Uhr drehen, dann passt diese Nase hier auch genau mit überein. Wenn es nicht 1 Uhr ist, dann steht sie auf der einen Seite etwas über und wir können den Zylinder nicht herausziehen. Im ausgebauten Zustand lässt es sich mit einem Meterstab einfach deutlich besser ausmessen und bei uns sind jetzt genau zwei Maße wichtig. Zum einen Mittelschraubenloch bis Innenseite von unserem Zylinder, also die Innenseite der Wohnung bzw. vom Haus. Bei mir wären das jetzt genau 32 mm und logischerweise dann natürlich auch die Außenseite. Also wieder den Meterstab Mittelschraubenloch anhalten und wir können bei mir relativ gut erkennen, dass es jetzt circa 50 mm genau sind. Wenn wir die richtigen Maße ermittelt haben, können wir uns auch schon einen passenden Zylinder zulegen. Ich habe das Ganze auf gräfe24.de gemacht, da ich ja doch relativ spezielle Maße mit meinen Außen 50 mm und innen 32 mm habe. Und dann können wir nämlich als nächstes auch schon hier unten einmal draufklicken, können erkennen, es gibt jetzt die Variante außen 50, innen 30 oder außen 50 und innen 35. Ich habe mich für die kürzere Variante entschieden, also 50, 30 und normalerweise bei einem normalen Haushalt ist es immer einzeln schließen. Falls du aber doch etwas anderes verwenden möchtest, wie zum Beispiel gleichschließend, dann kannst du dich auch gerne hier nochmal etwas genauer über die einzelnen Funktionen einlesen. Mein neuer Zylinder ist angekommen und normalerweise müsste ich jetzt wieder den Schlüssel von der Innenseite in den Zylinder hineingeben. Bei mir ist das natürlich nicht notwendig, da ich einen Knauf vorne habe. Und jetzt geht es wieder darum, das Ganze so zu drehen, dass diese schwarze Nase mit unserem Zylinder auch übereinstimmt. Wenn es dann auch passt, dann einfach mal vorsichtig das Ganze noch in unsere Haustür hineingeben und am besten noch etwas drehen, dass wir es nicht mehr so stark verrücken können. Nun wieder unsere Zylinderschraube hineingeben, im Uhrzeigersinn festdrehen, mit Gefühl anziehen, Türe schließen und wir können zum Schluss auch schon alles einmal auf Funktionalität überprüfen. Es lässt sich auf jeden Fall ordentlich abschließen und natürlich auch wieder ganz einfach öffnen. Und somit haben wir jetzt auch schon unseren Schließzylinder richtig gewechselt. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens einen normalen Schließzylinder oder auch so einen Knaufzylinder in relativ normalen Maßen zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen noch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.